Herr Präsident, juristische Kader für die Arbeiten am Sektor von der Landwirtschaft, dem Weinbau und dem Gartenbau gehört bisweil nicht. Sozialpartner probieren seit langem einen Kollektivvertrag für diesen Sektor auf Bein zu stellen, den die besonderen Aufforderungen von diesem Arbeitsfelder gerecht kennt gehen, leider aber auch nicht erfolgreich. Dafür begrüßen wir explizit Durchstrengungen für heute gesetzliche Kader zu schärfen und auch, wenn wir also ein paar Punkte nach Frohen abwerfen. Herr Präsident, der Beruf vom Bauer, vom Winzer, vom Gärtner ist mit vielen Herausforderungen verbunden, die je nach Jahreszeit variieren. Eine gewisse Flexibilität bei den Arbeitsstunden ist dafür zu gewissen Jahreszeiten notwendig. Die Frage stellt sich aber, ob diese Flexibilität wirklich so weit muss gehen, wie den heutigen Projekt 4 gesagt. Auch wenn wir Piraten Levering 32 oder 36 Stunden Woche hätten, gilt aktuell zu Lützeburg das Prinzip von der 40 Stunden Woche. Mit dem Gesetz sollen nur am Sektor von der Landwirtschaft, dem Weinbau und dem Gartenbau Ausnahmeregelungen angefordert gehen, mit denen je nach Jahr, Referenzperiode 10 oder sogar 12 Arbeitsstunden pro Tag legal sind. Weil eine Woche mit 60 Arbeitsstunden an einem körperlich belastenden Sektor wie dem von der Landwirtschaft, aber ganz nur an der Grenze von dem liegt, weil an einem Arbeitstag gesundheitlich überhaupt zumuten kann, sicher, es soll sich um eine Ausnahme handeln, aber wie kann sichergestellt gehen, dass die 60-Stunden-Woche schüsse kein Gebrauch gibt, wenn es wirklich nötig ist. Wie kann garantiert gehen, dass der Patron nicht von Zeit zu Zeit davon profitieren, die Arbeit damit lang schaffen zu lassen, obwohl die Saison Peak von Arbeitszeiten nicht notwendig impliziert ist. Auf diesem Punkt bleibt das Gesetzesprojekt ein bisschen stumm. Es geht nicht definiert, welche Konditionen genau müssen erfüllt, die für legitime Weise eine Ausnahme von 8 Stunden können zu machen. Außer gewöhnlich saisonal Feldarbeiter oder zum Beispiel Liers sollen Gründe durchstellen für die Arbeit, die temporär zu verlängern, aber nicht für eine Profitmaximierung. Für das Wohl von den Arbeitern zu assurieren und zu garantieren, dass 12 Stunden der nicht zur Regel gehen, muss die TM regelmäßig spezifisch Kontrolle machen. Trotz der genannten Probleme werden wir dieses Projekt heute mitstimmen an der Hoffnung, dass die Regierung assuriert, dass personaleffektiv bei der ITM so gestärkt wird, dass hier Verpflichtungen nur kommen kann, die Employer aus dem Sektor von der Landwirtschaft, dem Weinbau und dem Gartenbau für ihre Abühen zu schützen. Merci. Merci vielmals, Herr Görschen. Hallo, die Regierung, der Arbeitsminister, Herr Damkerl.